heute auf ein neues zu der Serie Trainier mit Axel. Ich habe einen neuen Spieler für euch mit dabei heute. Das ist unser Basti Turalla, der sich in der Endphase seiner Regeneration befindet. Wenn er euch einen etwas müden Eindruck heute macht, ist es kein Wunder. Er trainiert momentan zweimal im Tag sehr intensiv, um schnellstmöglich sein Comeback zu feiern, was wir ihm natürlich auch alle von Herzen wünschen. Ja, Basti macht heute eine ganz basale Übung für euch. Und zwar, wie ihr schon in der Position seht, in der Bankstellung beginnend eine Übung, die sowohl zur Mobilisation, sprich zur Bewegungsvorbereitung dient, als auch zur Stabilisation dienen kann, je nach Ausführung. Dazu beginnt der Basti sich, wie ihr seht, in die Bankstellung oder in den Vierfüßerstand. Achten darauf, dass wir in der Ausgangsposition die Hände unter der Schulter haben, die Knie unter der Hüfte haben und in dieser Position mit einem geraden Rücken sozusagen verweilen. Und unser Auftakt jetzt in der Bewegungsvorbereitung ist ein diagonales Armbeinstrecken mit einem maximalen Beugen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt erstmal in der Vorbereitungsphase. Basti, bitte Demo, maximales diagonales Armstrecken. Ja? Senkrecht, jawohl. Und maximales Beugen, das heißt, wir kommen unter dem Körperkinn auf die Brust zusammen. Ihr seht schon, ja, so anspruchslos ist es gar nicht. Und wieder komplettes Strecken, bodenparalleles Ausrichten und wieder Beugen. Ja. Wir achten darauf, dass gerade im Bereich der Wirbelsäule wir komplett runden, aber auch wieder uns komplett, du darfst dich fortlaufend bewegen, komplett wieder strecken. Mach bitte noch zwei, drei Wiederholungen. Ja. Aktivierung, Mobilisation der gesamten Rumpfmuskulatur, sowohl in der Beweglichmachung als auch in der leichten Kräftigung und Stabilisation. Das ist Phase 1. 10 Wiederholungen je Seite machen wir normalerweise so als ersten Kick-Off, um reinzukommen. In der Phase 2 nehmen wir den Kraftaspekt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Das heißt, wir aktivieren etwas mehr die gerade und schräge Bauchmuskulatur, indem der Basti jetzt gleich einen aktiven Druck Ellbogen, Knie, ja, anwendet, etwa 2 Sekunden hält, in die Streckung geht, wieder zusammenkommt, maximaler Anpressdruck, Ellbogen, Knie. Wir können es gut kontrollieren, ob der Basti auch in der Phase jetzt ein bisschen das Zittern anfängt. Ja. Wenn er jetzt noch seinen Kopf, sein Kinn auf die Brust nimmt, den Kopf klein macht, jawohl, und es wieder streckt, dann haben wir beide Phasen erfüllt. Das heißt, sowohl die Mobilisation als auch die Aktivierung. Danke, Basti. So, das ist Teil 1. Ja. Auch hier seht ihr schon, ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht, beziehungsweise wie man denken mag. Basti kommt auch jetzt schon leicht ins Schwitzen. Wir nehmen eine Steigerung noch heute mit rein. Und zwar, wir geben uns etwa eine Handbreit nach außen, rechts wie links. Ja, und wir achten darauf, dass wir mit den Knien etwa auf der Verlängerung der jeweiligen Handachse sind. Ja, das hat der Basti jetzt sehr gut in der Position. So, jetzt kommt ein häufiges Fehlerbild. Wir führen die gleiche Bewegung aus. Es führt dazu, Basti, mach das mal bitte kurz, ja, dazu, wie ihr jetzt hier vielleicht seht, dass der Basti auf sein Standbein rüberspringt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er offen bleibt und dass er jetzt mit den Adduktoren und auch mit der Bauchmuskulatur das Ganze stabilisieren muss. Er bleibt also hier mit der rechten Seite offen und führt jetzt die Bewegung aus. Und dadurch diesen etwas größeren Hüft- bzw. Schulterwinkel haben wir gleich, bitte weitermachen, 2, 3 Wiederholungen, eine deutliche Intensivierung des Kraftaspektes. Und so können wir diese sehr simple Übung doch etwas, ja, schwerer gestalten und einen höheren Trainingseffekt erzielen. Ja, wir machen das als Aktivierung etwa 1 × 10 Wiederholungen pro Seite. Wenn ihr einen Trainingseffekt steigern wollt, 2 bis 3 Sätze und schon haben wir den nächsten Teil unserer kleinen Serie Trainier mit Axel. Wir freuen euch, in Bälde wieder begrüßen zu dürfen und dann werden wir gleich die dritte Nummer nachschieben. Dann wiederum mit einem neuen Überraschungsgast an meiner Seite. Bis dahin, alles Gute, euer Axel.